Es geht los. Hallo Till, herzlich willkommen zu einem Let's Blubble. Let's Blubble. Also, ich weiß nicht, was der gerade gelabert hat. Also jedenfalls. Bestimmt irgendwelche Scheiße von Uli Hoeneß und den Politiker Scheiße. Ach, wir sind rein. Das ist ein Zufall. Ach, Rainer. Also, er braucht. Das ist Rainer Zufall, dass die Tür kaputt geworden ist. Egal, er fährt trotzdem noch weiter. Obwohl die Tür kaputt ist. Oh, war eine Erfindung. Ist egal. Guck mal, die Haltestelle. Justin dagegen dran. Ich war zu einem Fanfrau. Okay, wo fährt der Bus überhaupt hin? Pose, ich will nach vorne fahren! Ich will nach vorne fahren! Nee, schon bin lieber nach dem Auto. Ja. Okay, jetzt holen wir uns einfach das Auto ein. Jungmann! Ja, komm! Jungmann! Wir fahren jetzt voll die geile Kalle, Alter. Jungmann! Wir fahren voll die Lampen! Ja! Guck mal, Alter! Voll der Lampen, ne? Also, siehst du, der richtige Quatschköpfe? Also, das ist hier. Wie soll das hier mal mein Wohnhaus werden? Ja? Und das ist dann mein Luxus-Audi. Damit fahre ich dann zu Reisen. Ich fahre ja mit in meinen Urlaub. Genau. Damit fahren wir dann nach Italien. No, ja. Da oben ist das neue Gefängnis. Nein, da war ich schon mal bombardiert. Ich weiß aber, wo sie sind. Die Tankstelle ist das Allersinnloseste, was es hier überhaupt gibt. Genau, genau, wie viel kostet das eigentlich? Ja. 1,70 Euro Liter, was sind denn für Spaß, Ding? Ja, das ist super teuer. Ich würde ja mal sagen, ich würde lieber nach Polen fahren lassen. Na, hallo! Ja, also, einfach hier, Rainer Zufall. Ist der Best Friend. Ich würde gerne nicht anfangen, aber ich darf das nicht. Ist ja mein größter Freund. Er gibt mir jeden Monat Taschengeld. Ja, er gibt mir mal 2 Euro. Er gibt mir mal 2 Euro. Aber danach muss ich. Also, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Ist ja bloß Deutschland. Also, das war also typisch DHL. Guckt euch diesen Campingplatz an. Der ist scheiße. Guckt euch den an. Das müsst ihr jetzt alle sehen. Der Hintergrund fragt so. Genau. Passt auf. Guckt mal, wir passen auf den Hintergrund. Nein, hört sie zu. Jetzt kommt erstmal hier der geile Spielplatz. Guckt euch den an. So, jetzt kommt gleich der Campingplatz. Pass mal auf. Also. Ja. Aber warum? Jetzt haben wir eine Checkbox ein paar. Ah, guck dir das mal an! Bierflaschen auf der rechten Seite. Ja, guck mal, ob ein paar Nachbarn wach sind. Nee, ich glaube, das ist keine. Aber wir können es ja mal testen. Guck mal, wie jemand wach ist. BAM! Tut mir leid! Also, ich würde mal sagen, wir haben da lieber ab. Obwohl, ich will zeigen. Mit unserem Lamborghini, keine Ahnung. Also. Okay, was mich eigentlich wundert, warum sind die Behinderten auf dem Campingplatz? Die sind eigentlich immer noch ja, aber was machen die auf dem Campingplatz? Nein, wir nehmen keinen Auftrag an. Ich würde mal sagen, ja, wir fahren lieber weiter. Ja, weil wir mit unserem Lamborghini oder eh hinterherkommen würden. Also das ist für uns viel zu einfach. Wir fahren jetzt mal auf meinen Lieblingsbauernhof. Den Traktor, den habe ich schon einmal fast festgefahren. Da bin ich stecken geblieben. Auf der Straße, auf der Landstraße. Ich weiß nicht warum. Auf der Autobahn. Ja, ich bin gegen auf hier. Ja, auf der Autobahn bin ich doppelt stecken geblieben. Ja, ich hab nichts damit. Ja, mir soll ich sagen, mich nicht mehr melden lassen. Ich weiß auch nicht warum. Die hab ich einfach mal angenommen. Voll die guck mal, da vorne ist wieder Rainer Zufall, unser Lieblingskunde. Jungmann, gibt's immer Milch. Er sagt jeden Tag Mu. Aber weiß auch nicht warum. Also, guckt euch den mal an. Oh mein Gott, ich fahr schon wieder voll dagegen. Ist egal. Jedenfalls. Ja, ich hab grad geschafft, das steht bei 50%. Ja, wer war kacke dicht? Ich! Niemand? Okay, machen wir einfach mal voll dagegen. Hey, cool! Alle kacke dicht. Hey, wollt ihr mal was Neues sehen? Kacke dicht. Nee, guck mal da hinten. Das ist ein Dörner an. Hey, ich hab den Kacke. Kann man sagen? Da gibt's Ali Dörner! Na, Ali! Kann ich fahren? So was Verrücktes. Kann ich mal fahren? Na klar, Mann. Also. Guck mal, da drüben machst du nicht. Ich fahr mit meinem Goldcard Nitro. Jetzt fährt er sofort in ein Auto. Er denkt, er fährt das sofort durch. Ist ja egal. Passiert doch schon nicht. Das ist doch unsere Goldschläger. Ach, wo ist auch wieder noch ein Das Ding ist von Suzuki. Das hat schon vom VW geklaut. Bevor es vom Land ging. Ja.
bevor unser Tipp weggenommen wurde. Also, er muss jetzt erstmal was anderes suchen. Ja, ich würde Redway. Und ich nehme auch erstmal ein besseres Auto. Ein besseres Auto. Ein besseres Auto, genau. Ein besseres Auto. Ja, will natürlich wieder kurz Auto. Gibt's ja nicht mehr. Der Kackmark ist da. So, jetzt hat er wieder Polizeiauto. Was soll es dort sein? Witzigeres gibt's gar nicht. So, hier haben sie. Hier, die beste Werbung. Martins Currywurst. Ey, Martin! Jetzt umsonst! In kaputten Laden. In kaputten Laden. Ey, Leute, mal ein Lautsprecher. Egal, jetzt ist sie kaputt. Das sind diese Filme. Oh, oh Gott, die sind so instabil. Guck dir das mal an. Wie alt, Alter? Guck mal, man fährt dagegen, es geht nicht kaputt. Also ich weiß nicht, was da passiert. Man fährt dagegen, es geht immer nicht kaputt. Da, ey, lässt mir eine fette Ruhe. Morgen muss ich dann nach. Oh mein Gott! Also ich werde mal. Oh mein Gott! Hallo, Emi. Nein. Wir machen gerade bitte das lustige Video. Oh mein Gott, eine Lupe. Ich habe eine Lupe gefunden. Ja, das Glas habe ich schon kaputt. Das sehe ich nicht mehr. Na, passt doch. Hallo! So, ich würde mal sagen, wir sollten mal die Kamera reparieren lassen, aber vorher fahren. Nein, wenn die kaputt ist. Ist egal. Der beste Fahrer aus dem Köln. Wir können auch zu Karkas fahren. Karkas repariert, Karkas. Karklaus. Karklaus. Ich glaube, das ist heißt alle Klaus. Ich komm mal hinten lang. Hallo Karklaus. Hallo Karklaus. Der Klaus von klar. Fahr mal zum Rummelplatz. Hört sich schon so widerlich an. Dann machen wir alle. Fahr mal einen Alligator. Ist am besten. Fahr mal super mit. Nein. Fahr mal Monster. Ja, man, fahr mal Monster dran. Nö, ich fahre ein geiles Auto. Hornet, genau. Hornet? Die fahren 2 km/h. Ey, die Hornet, die fahren 2 km/h. Der darf nicht zu stecken. In Doppel. Hier, habt ihr die Karre an. Also schon die Karre von hinten sieht schon so aus, wie als ob sie gleich stecken werden würde. Mann, ich komm grad an. Hier, schon Karre 200. Und schon macht der Ding ab. Und da ist noch ein Platz auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Oh, guck mal, das Schiff, das wird bestimmt wieder kaputt gehen. Guck mal, das ist ja die Tankstelle, jetzt ist sie kaputt. Können wir da einfach dagegen schießen? Vielleicht es geht nicht dann. Das würde ich mal versuchen. Okay. Oh, ich will mir den Mac schmecken. Oh, oh, wow. Also, Mac schmeckt, wenn Sie das haben wollen, gehen Sie bitte zum McDonald's. Ja, genau. Nur zwei Hörer sollen nicht. Das war gerade der Besoffener. Ich glaube, er fährt schon wieder. Ja, und jetzt fährt er schon wieder zu 3000 Mal die Karte. Ja. Der Spiegel hat nur schon Vinci. Ist doch egal. Das ist doch niemanden. Ich hab andere Probleme! Reiner Zufall ist mein Anzug. Also, wenn Sie wissen wollen, wo wir arbeiten bei reiner Zufall. Hey Reiner, grüß dich! Grüß dich, Reiner! Reiner! Heute gibt's Kuhfleisch! Heute gibt's frisch Kuhsteak! Genau! Kuhsteak, Alter, das muss man sich mal ansehen! Ja. Der Rote, der sieht so aus wie so ein SSS! Aber das schon riecht. Sehr schön. Ja, Mann, das passt doch. Ey, aufpassen. Das war ich, danke. Ich hab's dann geschafft. Nein, du kriegst nicht die Patrone. Ich fahr besser als Evelyn kochte. Jawohl. Dann hab ich sie eh schon. Wieso schon bleiben wir stecken? Siehst du, mein Auto sieht aus wie vorher. Dein Auto sieht aus. Voll laut aus. Richtig. Ist die schon kaputt? Sieht so aus wie ein Lollipop. Du darfst nur rechts rum. Ey, du darfst nur rechts rum. Ist doch egal. Kann ja nicht aufpassen bei der DHL. Ey, so. Was steht da drin? Roll on the floor Logistik. Guck, wie der ist. www.rolf.lol. Also, wenn man das schon ansieht, ich glaube, dann wüsste man, dass das LOL heißt. Lollipop. Jetzt ist es kaputt. Egal. Da kommt schon wieder so ein grauer entgegen. Warum schon bei der Beerdigung? So ein Brauner. Guck mal, an den würde ich jetzt sicher fahren, der macht den voll zu Sau. Ja, macht er auch. Oh, guck mal. Lieber als Pfanner, aha. Oh, oben, das Schild ist abgenommen. Geh ein, da schieße ich jetzt drauf. Wie schön das aussieht. Das ist so eine HD-Textur da unten. Ja, sieht richtig gut aus. Achso, das war ja bloß hin. Also, jetzt hat er bessere Luft. Cool, jetzt habe ich die Tür. Ich weiß. Das ist einfach nicht cool.
Ja, mach mal weiter. Ja. Wir gehen an den spannendsten Platz ganz Europa. In die Fallgleier. Genau. Ja, der beste Platz. Dort kriegt man so viel Geld. Nur einen Cent. Oder nicht mal einen Cent. Komm, falsch mal, Taxi! Okay. Ja, Mann, wir halten das. Das ist definitiv ihre letzte Fahrt. Ja, ich glaube, danach wird man nicht mehr neben rauskommen. So wie er fährt. Wenn man überhaupt noch rauskommt. Ja. Wenn man nicht mehr rauskommt, ist es ja auch nicht so schlimm. Oder wir machen einfach die Tür auf, ich stelle die Rampe. Oder so. Oder natürlich, die leben dann nicht mehr. Diese Macht ist so etwas. So, hol mich ab! Nein. Gefährlicher Taxi. Ja, Martin. Toll. Toll. Ja, Martin, wir holen schon. Toll, ja. Currywurst schmeckt übel. Zucker. Übel geil. Schmeckt übel geil. Zum Abkacken. Schmeckt zum Abkacken. Guck mal, jetzt, wenn jetzt zukommt, lache ich ihn aus. Wir sind ein Zucker. Hey, Leute. Habt ihr schon mal die Stunt gesehen? Stunt. Und jetzt wurden wir ein bisschen rumgeschleudert. Sehen wir halt drin, das ist eine Scheiße. So, wer will noch weiterfahren? Aussteigen, einsteigen, okay, aber möchte einsteigen, okay. Das ist ihre gefährlichste Fahrt. Und so eine Fahrt werden sie nirgendwo anders erleben. Weil es ihre letzte ist. Genau. Die Tür, total schon Schrott, an der Seite, die Kamera geht auch schon. Ich hab das Rohr, das hat ein Autoteil entschieden. Ich hab mal in Englisch gesagt, I can flip. Jetzt liegen wir und fallen gegen einen Reifen. Jetzt ist der kaputt. Diese Uhr geht so falsch. Wo fährt denn hin? Kommt? Clay abknallen. Wo fährt denn der hin? Nach Pusebuckel? Pusebuckel. Cool, da rumhängen. Fliegen zwei Flugzeuge. Kleiner Abknall. Jetzt sind nur noch heißer von uns. Erst was. Los, fall runter. Oh, guck mal, der Hubschrauber. Jetzt ist er bestimmt kaputt. Abgestürzt. Der Wunder, dass er unter zwei macht. Also ist der kaputt. Ich würde da nicht darauf fallen. Interessiert das jemanden? Und das Auto fliegt. Warte. Aber geht man nicht? Ich würde mal sagen, ohne vier Reifen kann man halt nicht. Aber geht man nicht, wird es schwierig. Wir wollten diese. Und zack! Entschuldigung, jetzt haben sie den Beweis, dass Autos nicht schwimmen können. Ja, genau. Wenn Autos schwimmen könnten, würde man es erst. Es ist alles so geplant. Mehr oder weniger. So, da vorne fährt wieder ein Bus nach Pusemickel. So, wir mögen diese Menschen nicht. Dann fahren wir sie einfach weg. Hi, Rainer. Hey, Rainer! Okay, Rainer, ist egal. Die Insassen kommen dann auch mit. Epic Sprung. So, jetzt überschlagen wir uns tausendmal. Und den Schuss los. Oh mein Gott. Oh, guck mal, da vorne ist ein Helikopter von Cobra. Das von ADAC. Wir sind hier natürlich in der Schweiz, wie ihr wisst. Wir sind mitten in der Schweiz. Genau. Weil wir so weit in der Schweiz drin sind. Also ich wusste gar nicht. Ey, gucken Sie sich das mal an. Man kann sogar durchfahren. Und ich wusste gar nicht, dass Köln in der Schweiz liegt. Ja, was ist das? Oder dass es in Köln eine Cobra gibt. Oder das. Ja, und da steht schon wieder so einer, so ein Vorlage. Asylantenkind. Das ist der Kikaritschwamm.
So, dann fahren wir mal mit einem anderen Fahrer. Der witzigste, der überhaupt nicht fahren. So, und ihr müsst sagen. Und ihr fragt mir jetzt einfach mal, wo ich einfach soll. Lieber nirgendwo. Ah, Falschparker. Nein. Hoffen schon wieder Falschparker. Ey, was ist das für ein Ding? Haben wir gar nicht Rex gesehen. Ey, Rex! Ey! Das ist mein best Freund. Alter, lässt du mal mit Freunde in Ruhe. So, mein Junge. So was hab ich auch noch nie erlebt. Ey, Rex! Rexy! Kannst du mal stehen? Ich hab's. Soll ich anzeigen oder was? Ich bin dein bester Freund, soll ich dir anzeigen? Mal gucken, ob er anhält oder mich rammt. Er rammt dich. Und halt an. Hey, gucken Sie sich das mal an. Das wird schon wieder getrieben. Mann. Mann. Hilfe. Also ich finde das irgendwie witzig. Wenn der LKW anfährt und dann wieder stehen bleiben muss. Das ist das Wichtigste auf der Welt. Ja, so sollte man es so machen. Genau. Okay, wir lassen ihn jetzt mal in Ruhe. Er hat bestimmt nur noch 2 Minuten Vorzeit. Ist ja egal. Und der steht auf, genau auf den Bürgersteig. Ja. Dass die Leute nicht mehr durchkommen, ist ja egal. Also hier stehen ja. Einfach auf der Straße stehen bleiben. Ich will ja mal sagen, diese Baum. Bäume sind ja mal sowas von cool, die können ja noch wachsen. Und die Bänke drumherum im Gefällt. Okay. Und der, wie steht denn der? Und jetzt lass mal an, wie der steht. Der steht in der Hauptstraße drin. Voll geil, ey. Guck, das geht auch so, wie so Frosch. Oh, guck dir mal die Brücke an. Ist nicht verrostet. Ja. Wie so wie das blaue Wunder. So, guck mal, du da. Ah, wie so Frosch. Kannst du dich auch passen? Mann! Wir haben noch Koffer! Noch haben wir Koffer! Also wir fahren ja ein bisschen durch den Stadtpark. Dann kommen wir nächsten Kind so Leute entgegen oder so. Ist zum Vollstuhl labern. Die Omas! Die Omas! Die starken Omas! Die starken Omas! Jetzt kommen die starken Omis, Alter! Ja. Wir fahren jetzt mal ein bisschen auf die Baustelle. Die haben das ja irgendwie Drogen geschafft und so. Ah, guck mal, the best friend Rex! Pass mal auf! Bleibe! Was sagt der hier? Bleibe dabei! Fresse voll für 2,50! Hier Fusemuckel, okay? Machen wir mal das Fusemuckel! Ey, warte mal, muss man hinterher fahren? Ja? Ey, auf den Plakaten, das habe ich von Grand, da steht immer irgendwas Cooles. Also auf diesen Schildern daneben. Hier? Fahren wir da ran? Örtliche Zahnarztpraxis. Mehr kann ich ja leider. Mann, jetzt haben wir den Bus verpasst. Super. Wo ist der Bus hin? Also, du steckst kein Bus fahren. Ach, da vorne ist er. Platz da. Na klar. Immer diese Busse. Okay, er fährt rechts ran. Er blinkt sogar. Achso, ja. Ja, und mit diesem epischen Blick verabschieden wir uns. Von diesem epischen Video zum Tschüss.